Hallo und herzlich willkommen. Hier ist meine Folge hier bei Kettle am Kopf. Wir machen weiter in der Vorbereitung für Szenario. Lass sie wachsen mit einer Tierhaltung. Was fertig machen? Das heißt, Tierhaltung, Tiere verkaufen. An sich nochmal schon getan, aber gut. Machen wir mal. Ist ja nicht fertig. Liegt nicht an mir, muss am System liegen, keine Ahnung. Denn wir haben eingekauft und verkauft, also. Schau mal. Das sollte nicht so. In diesem Tutorial lernst du, wie du deine gemästeten Tiere beim Händler verkaufen kannst. Wir beginnen das mal. Drei, vier. Das sind Fliegen. Zwei. Gut. Das sind sechs Stück. F1. Tiere. Bestand. Tiere verkaufen nach Gewicht. Jeder Preis ist ja ne? Ab 4 Kilogramm. Wie du sehen kannst, haben einige Tiere ein gutes Gewicht erreicht und können nun mit Profit verkauft werden. Das heißt, natürlich nur die 410, ne? Aus Erfahrung müssen nur das 6 Stück raufpassen. Fladio verkaufen an Tierhändler. Und verkaufen. Noch mehr? Verkaufen. Transport verdammt viel. Verkaufen. Und F1. So, du weißt nun, wie du Hinter beim Tierhändler verkaufen kannst. Du hast natürlich auch die Möglichkeit, deine Rinder selbst zum Hintertierhändler zu fahren, um das Geld und Transport zu sparen. Das werden wir auch dann tun nächstes Mal, ne? Abschließen. Ich wollte kurz rausgehen. So, Tutorial abgeschlossen, Tiere kaufen. Kurz Hauptmenü. Jetzt können wir hier mit Szenario. Mann, ne Quatsch. Immer noch Tierhaltung. Tiere kaufen. Gut. Dann kaufen wir auch Tiere ein. Kein Problem. Wir gehen nochmal ganz kurz. Ne? Bisschen. Das haben wir eigentlich mit dem Transport gemacht. Ach gut, Transport war sicherlich eine andere Möglichkeit. Okay. Das kaufen wir halt über Menü. In diesem Tutorial lernst du, wie du neue Tiere beim Händler kaufen kannst und sie dir zum Hof liefern kannst. Also gehen wir auf Beginn. Öffne das Tiermenü. Geh auf Tiere, ja genau. Name. Nach Preis. Ah, okay. Ja. Verdammt teuer, ne, wenn du guckst. Ich meine, da machen wir ja fast kein Gewinn, ne? Das kann doch keine Absicht sein, ne? Ja, genau, Mieze. Obwohl das Tier. Das kostet ja 754. Das ist ja hier. Tier in der Weide, war richtig? Kaufen. Wähle Start 1 aus.
Kaufen. Kaufe 4 Rinder. Da oben. Da sind wir 2. Also die sind dann teuer, also kannst mir glauben, das ist nicht zielführend. Okay, fertig. Guck dir die Rinder an, das haben wir tun. Also wir haben da nichts dran verdient, ne? Also sind aber auch schon gut erwachsen, ne? Du weißt nun, wie du Rinder beim Tierhändler kaufen und direkt am Hof liefern kannst. In der nächsten Tolle wirst du lernen, wie du dich um deine Tiere zu kümmerst. Also, das haben wir bald geschafft, das brauchen wir nicht tun. Abschließen. Tierhaltung ist abgeschlossen, wir gehen jetzt im Hauptmenü. Und gehen auf Szenario Nummer 3, lass sie wachsen. Beginn Nummer. Szenario Nummer 3 mit 2000 XP. Werden wir brauchen, ne? Wir haben, glaube ich, 5 Szenarien insgesamt. Die Szenario soll wohl 6 Minuten dauern bis 90 Minuten. Schauen wir mal. Professor Farmstein sagt: In diesem Szenario zeige ich dir die Bullenmast. Weißt du, wie lange sie im Stall stehen, bis sie verkauft und dann geschlachtet werden? Im Laufe des Szenarios lernst du es kennen. Und jetzt viel Spaß beim Bullen transportieren und füttern. Also normalerweise von Geburt bis 2 Jahre ungefähr. Ohne zu übertreiben. Du bist ein Nebenerwerbslandwirt. Das kenne ich woher. Das sind viele meiner Arbeitskollegen. Mein ehemaliger Gegenschichtler auch mal. Der ist mittlerweile in Pension. Er hat es geschafft. Ja. Oh, bin ein Anlagemechaniker. Also, du bist ein Nebenerwerbslandwirt und hältst neben deinem eigentlichen Beruf als Anlagemechaniker noch ein paar Bullen und bewirtschaftest deine eigenen Flächen. Die vorgesehene Stallsektion ist zurzeit leer und wurde schon gereinigt, desinfiziert und für die neuen Bullenkälber hergerichtet. Du kannst also jetzt zum Tierhändler fahren und die Tiere einkaufen. Die Tiere werden von einem Viehhändler abgeholt, den du dir zum Lohnunternehmen. Achso, den Tiere auf einen Viehhänger abgeholt, den du von einem Lohnunternehmen leist. Dadurch ist das Transport der Tiere möglichst schonend. Okay. Ja, gut. Wir gehen jetzt hier weiter. Dann müssen wir zum Traktor gehen, ne? Naja, Mietze. Alles gut? Originell. Und den Professor mal ausschalten. Und wir fahren jetzt zum erstmal Fahrzeug starten. So. Das kennen wir schon. Wir fahren jetzt zum Viehhändler. Links rum. Ja, auf so ein bisschen der Straße. Oh, ist das ungesund. So, das ist sogar Heu in der Lage. Mensch. Wir fahren jetzt zum Viehhändler. Ne, erstmal zum Lohnunternehmer und leihen uns den Anhänger aus. Hab keinen eigenen. Upsala. Jetzt soll jetzt neu sein, die Federung. Und ist aufgefallen vorher. Ja. Ist nett. Wir fahren an der Hauptstraße. Oder macht Platz. Da hat er Respekt. Würde ich auch haben als Kraftfahrer. So.
Ein Traktor. Wie sieht der Rechner jetzt aus? Ja, da muss ich mir ausstellen, hier Bildschirmschoner hier. Geht ja nicht. Muss ich schon ein bisschen überwachen hier, die ganze Scheiß Chose hier. Hat beide was gesagt. Wir sind dran denken, ausschalten können. Da sind wir wieder mal mein Kumpel. Der hat immer alles. Hat auch einen großen Anhänger. Hänge an. Mal gucken. Ah ja, gut, den großen. Da passen vier große rauf. Frage ist nur, wir wollen ja klein kaufen, ne? So, machen wir altmodisch. Fahrrad zum Tierhändler. Okay. rechts, ne? Ja, muss ich mal gucken. Ich vertausche oft in der Karte links und rechts. Das ist ein bisschen gefährlich. Aber die Straßen denken immer, führt alle nach oben hier. Alles im Händler. Müssen wir geradeaus fahren. Aber mit dem Lenkrad ist es irgendwie und mit dem Gaspedal Traktor schneller unterwegs. Ja, gut. Ist in eine andere Richtung gelaufen, hat Glück gehabt. Natürlich will ich keine Tiere fahren, ne? Schon gar nicht mit Absicht. Aber bei Hasen ist so eine Sache, ne? Vollbremsung, rauscht einen hinten rauf. Zahlt Versicherung nicht. Dann sagen die von der Versicherung, das ist, naja, wäre nichts passiert. So. Ich bin vorbeigefahren, Junge. Dann fahren wir zurück. Bisschen ungewohnt. Er hat auch einen strammen Schritt drauf, was so gewollt ist. Ich bin ja gespannt hier später auf die Jahreszeiten. Ob das hier wirklich mit Schnee kommt und so. Feuerwehr, Sportplatz, Sportheim. Werbung. Karte. Links fahren, links. Ich hab nicht geguckt. Ah, hier am Tiermarkt. Jo, da haben wir schon. Wir müssen mal der zweiten weiter ranfahren beim Einkauf. So. Noch nicht da. Bald, 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 bald. Ja, heute fahrt man selber. Oh, hier ist eine blöde Kante. Man kann auch mit Vollautomat fahren, ne? N und dann fährt er automatisch hin.
Wer mit Tastatur fährt, ist das vielleicht sogar am besten. So meine Erfahrung jedenfalls. Oder wenn man sich überhaupt nicht auskennt. So, da sind wir schon. Wir müssen jetzt zur zweiten Box. Die erste war ja Verkauf und der erste ist Kauf. Geben wir die Außenansicht. So, Hüpfbullen. So. Dazu gehen wir auf Start. Beladen und Start. Hüpfbullen kaufen, wie das? Menü beim Händler Tiere. Name, Preis 15 Tiere. Kaufe. Der Preis ist mächtig hart. Tierhändler Weide 1. 2. Drei. Vier. Fünf. Aha. Jede Veränderung ist für Tiere eine Stresssituation. Wie zum Beispiel Artgenossen in der Nähe oder eben auch im Zug an ein neues Zuhause. Der Tierhändler hält die Tiere auf einer Wiese, wo sie vor dem Verladen entspannt und lassen sich gut, dann finde ich Verladen. Achso. Wir wollen jetzt beladen. Brauchen wir nicht reinfahren, aber wie gesagt, das wird gleich so sein, dass wir das wahrscheinlich machen müssen. Ne? Position von wo 10 Meter ist. Gut, nee, brauchen wir nicht. Stelle die Bullen auf deinen Hof ein. Also Stalle. Gut. Wir haben beladen. Verlassen nur den Menü und können jetzt im Hof fahren. Soll man jetzt automatisch fahren lassen. So, liebe Schauer, das soll es halt auch schon gewesen sein. Ich werde euch jetzt verlassen. Ist auch schon Tag fürs Reinschauen. Und hol euch dann zum Verladen wieder ab. Also tschüss. Ciao. Ja. Morgen geht's, wie gesagt, hier weiter mit Einstallen von Bohlen in deinen Hof. Tschüss. Ciao. Bis dann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.